Guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Sendung. Aus der Luxusvilla in einer Gefängniszelle. Das ist das, was Thomas Middelhoff, einem Manager, gerade widerfahren ist. Er wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt. Wie geht es eigentlich jemandem, der von ganz oben dann einen solchen rasanten Absturz erlebt? Oder wie geht es dem Profifußballer, der Insolvenz anmelden muss? Wie geht es dem ehemaligen Hamburger Senator, der sich in einem Armenviertel in Rio de Janeiro wiederfindet? Oder noch radikaler, wie geht es einem Unternehmer, der nach der Pleite seiner Firma 3 Jahre lang in einem Zelt im Wald verbringt? Das sind einige der Geschichten meiner Gäste heute unter der Überschrift Hochgeflogen, tief gestürzt. Wie geht das Leben weiter? Das frage ich heute. Nino De Angelo. Mit 19 machte ihn ein Hit zum Millionär. 20 Jahre und 4 Ehen später, nach einem Leben im Luxus, endet er in einer Privatinsolvenz. Ronald Schill ist bei uns, ehemals Richter und Senator. Er verlor Ansehen und Macht, als er 2003 einen Skandal provozierte und entlassen wurde. Er flüchtete aus Deutschland und lebt heute in Rio de Janeiro. Eike Immel zählte zu den besten deutschen Torhütern. Er machte Karriere in der Nationalmannschaft. 2008 der Absturz, Schulden im 6-stelligen Bereich. Yvonne Holthaus, sie bürgte für ihren Verlobten. Er ließ sie auf seinem Schuldenberg sitzen. Und Wolfgang Ködel, seine Firma ging pleite. Danach lebte er 3 Jahre im Wald. Erst vor einem Monat kehrte er zurück. Herr Schill, die Favela in Rio statt Chauffeur und Senatssitz in Hamburg. Wie geht's Ihnen? Mir geht es hervorragend. Hervorragend? Ja. Morgen geht's wieder zurück nach Rio de Janeiro und ich freue mich jetzt schon auf meine neue Heimat. Sie sind also glücklich? Ja. Obwohl Sie mehr oder weniger alles verloren haben? Es liegt im Auge des Beschauers. Manchmal ist so ein Absturz in dem Moment, wo er stattfindet, unangenehm zu ertragen. Aber nach einiger Zeit schaut man da zurück und findet sich glücklicher als vorher. Mhm. Herr Immel, vermissen Sie etwas an diesem Leben, was Sie vorher hatten? Also, dass er auch schnelle Autos hatte und Luxusleben? Überraschenderweise vermisse ich das überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre für mich unvorstellbar gewesen, der Gedanke, mal kein tolles Auto mehr zu fahren, kein schönes Haus zu haben oder die tollsten Klamotten. Aber ich glaube, wie Herr Schill das jetzt auch gesagt hat, man richtet sich dann ein. Und ich weiß nicht, ob ich heute zufriedener bin als früher, aber ich fühle mich nicht mehr so unter Stress und bin ruhiger geworden. Das auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt, Herr De Angelo. Sie hatten ja Millionen, Sie hatten Probleme. Ist das heute alles einfacher, wenn man einmal sozusagen dann wieder ganz von vorne anfangen muss? Na, einfacher würde ich nicht sagen. Es ist, manchmal fehlt einem so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Motivation, immer wieder neu irgendwie durchzustarten. Man fängt ja immer wieder bei Null an irgendwie. Bei mir ist ja nun wirklich die letzten 14 Jahre irgendwie, als wenn ich chancenlos gewesen wäre. Mhm. Man hat zwar seine Chancen, aber man kann sie nicht nutzen. Es ist, als ob man wirklich, also vom Pech verfolgt ist. Und da muss man sich halt immer wieder neu motivieren und sagen, ey, deine Zeit kommt wieder. Und ich hoffe, es dauert jetzt nicht mehr lange. Also es ist nicht einfach, aber es ist vielleicht erfüllt. Aber man ist jedenfalls ziemlich nah am Leben, nein? Man ist ziemlich nah am Leben. Gut, man, wie soll ich sagen, man kann auch bescheiden leben. Und es ist auch wunderbar. Vielleicht bekommt man da sogar viel, viel mehr mit vom Leben. Ich bin gespannt, wie das mein nächster Gast sieht. Er hat vielleicht die größte Veränderung von allen hier in einer Zeit in seinem Leben gehabt. Er ist mehr oder weniger, sagen wir es mal so, von einem Chefsessel ins Zelt gezogen. Jedes Jahr verschwinden in Deutschland tausende Menschen. Die meisten tauchen nach wenigen Tagen wieder auf. Nicht so Wolfgang Ködel. Der Unternehmer ging mit seinem hochverschuldeten Betrieb pleite. Sein Haus musste zwangsverkauft werden. Er entschied sich, alles hinter sich zu lassen. Er schloss das Haus ab und zog mit einem Zelt in einen Wald. Hier blieb er für 3 Jahre, sommers wie winters, ernährte sich von Supermarktabfällen. Jetzt kehrte Wolfgang Ködel zurück. Herr Ködel, Sie waren geschäftsführender Gesellschafter einer Firma. Was haben Sie genau gemacht? Das war eine Laserschneidfirma. Laserschneidfirma? Laserschneidfirma. Hochspezialisiert wahrscheinlich, ja. Das ist ein spezielles Verfahren, um Teile aus Metall zu fertigen. Mhm. Und dort war ich ja als Geschäftsführer und Arbeiter. Das war jetzt eine kleine Firma. Und Sie haben viel gearbeitet, oder? Man hat eigentlich alles gemacht dann. Ja. Wie viele Stunden haben Sie in der Woche so gearbeitet? Das waren ca. 80 bis 100 Stunden. 80 bis 100? Ja. Wie verdient? Ich habe in besten Zeiten auch gut verdient. Mhm. Da konnte ich auch nicht klagen. Waren also 5.000 Euro.
Damit konnte man dann schon gut leben. Eigenes Haus. Eigenes Haus hatte ich. 10 Angestellte in etwa so. Wie hoch war der Umsatz dieser Firma? In besten Zeiten ungefähr 1 Million Euro. Nicht schlecht. Haben Sie denn Ihr Leben gemocht in dieser Zeit mit der vielen Arbeit? Ja und nein. Ich war so halbwegs mit der Firma verheiratet und das hat mich also schon sehr betroffen gemacht. Und das war Ihr ganzes Leben mehr oder weniger, kann man das so sagen? Das war mein Leben, ja. Wieso ist die in die Schieflage gekommen? Was waren die Ursachen? Es waren verschiedene Gründe. Es war einmal, dass Konkurrenz dazugekommen ist. Und zweiter dann allgemeine Wirtschaftslage. Die Preise sind immer schlechter geworden, wie man verlangen konnte. Und dann hat noch eine Firma, unser Hauptkunde, der auch Mitgesellschafter war, der hat als erste Insolvenz angemeldet und konnte seine Rechnung bei uns nicht mehr bezahlen. Und dann war bei uns auch Schluss, finito. Das kommt ja dann so ein Insolvenzverfahren und ein Insolvenzverwalter. Waren Sie da noch aktiv, beteiligt? Da war ich nicht mehr aktiv, da hatte ich mich dann schon zurückgezogen. Was heißt zurückgezogen? Ich habe mich in meine Wohnung mehr oder weniger eingeschlossen, keine Post mehr aufgemacht, wollte nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Warum? Weil die Firma dann schon, weil es abzusehen war, dass die Firma zumacht, also das war dann schon klar. War noch nicht genau klar, wann. Aber das ist passiert, das war klar. Und Sie haben sich einfach abgeschottet? Ich habe mich dann abgeschottet. Keine Freunde oder irgendjemanden, mit dem Sie dann... Ich habe sämtliche Kontakte dann auch abgebrochen. Es war so wirklich... Ja, eine ziemliche Depression. Würde man so sagen, von außen... Haben Sie mal einen Arzt aufgesucht oder sich Hilfe geholt in der Zeit? Nein, auch nicht. Warum? Hatte ich kein Interesse mehr dran. Ich habe dann eigentlich immer nur von einem Tag auf den nächsten Tag gelebt. Augen zu und durch. Augen zu und durch, genau so, ja. Das Dumme war, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben die Firma, die Kredite für die Firma abgesichert, eben mit einer Hypothek auf das eigene Haus. Ja, das ist das normale Geschäftsgebaren. Ansonsten bekommt man keine Kredite, wenn es nicht abgesichert ist. Und das heißt, wenn die Firma in die Pleite geht, weiß man, das Haus ist irgendwann dann ist mal? Dann ist das auch, ja. Wenn das Restkapital nicht mehr reicht, dann ist das Haus auch weg. Und der Sparnisse, alles. Das heißt, Sie wussten, dass das irgendwann mal kommt, dieser Zeitpunkt? Das wusste ich, ja. Haben Sie sich hier überlegt, was Sie machen wollen dann? Ich wollte auch nichts weiteres mehr machen. Ich habe es ganz dann einfach auf mich zukommen lassen. Ich hatte keinen weiteren Plan. Und auf die Art und Weise, irgendwann war es soweit, dass das Haus verkauft war. Zwangsverkauf nennt man das, genau. Ja. Nicht einmal Versteigerung, sondern Verkauf. Verkauft, weil eben 50.000 Euro Hypothek drauf war. Und dann kommt dieser Verkaufstermin und dann müssen Sie ausziehen. Dann musste ich ausziehen. Und dann habe ich meine wichtigsten Sachen gepackt. Zelt, Schlafsack, Decke und Stuhl. Taschenlampen. Und sind in den Wald? Ich bin dann im Wald. Warum in den Wald? Mir ist kein anderer Platz angefallen. Ich wollte mich ja auch wirklich abschotten. Ich wollte mit dem Geschäftsleben und auch mit dem, ansonsten mit dem sozialen Leben wollte ich nichts mehr zu tun haben. Aber Sie konnten ja gar nicht viel mitnehmen. Also das Zelt haben wir gerade in dem Bild gesehen. So eigentlich ein ziemlich normales, kleines Iglo-Zelt. Da passt auch nicht so wahnsinnig viel rein. Auch für einen Mann hat das gereicht. Man konnte die paar Sachen, die ich hatte, die konnte ich trocken lagern. Also Sie hatten einen Schlafsack dabei, ein paar Decken, einen Stuhl, irgendwelche elektronischen Geräte? Geht ja ein nicht. Radio noch. Transistorradio damit, mit Batteriebetrieb. Ja. Und haben im Wald gelebt. Erstmal glücklich da gewesen? Oder wie würden Weder Sie glücklich noch unglücklich. Da hatte ich eigentlich kaum Gefühle. Das war, wie soll man sagen, ja, so wie ein Draus halb. So, man nimmt das Ganze nicht mehr richtig wahr, also ist nicht froh, auch nicht unglücklich. Man lebt einfach, ja, ich habe einfach so von mir hingelebt. Ich habe geschaut, was der nächste Tag bringt. Wovon, was haben Sie gegessen? Also wovon haben Sie sich ernährt?
Nahrungsmittel habe ich dann bei Einkaufsmärkten aus dem Abfall geholt. Aus dem Abfall von Supermärkten? Ist da viel zu finden? Da war sehr viel zu finden. Mhm. Abgefallene, aussortierte Sachen. Die waren ohne weiteres. Die waren noch frisch verpackt. Konnte man ohne weiteres essen. Wie weit war der Supermarkt weg? Der nächste war vielleicht knapp einen Kilometer. Kilometer? Also Sie waren nicht gar nicht in der Wildnis weit weg, sondern ich war nicht weit weg. Schluck Wasser vielleicht, dass man weggehen kann. Es ist trocken hier im Studio. Zum Wohl. Das war nicht so weit weg. Von meinem Haus, wo ich gewohnt habe, da waren das vielleicht 600-700 Meter weiter, war das nicht. 600-700 Meter? Das heißt, Sie sind ab und zu da? Ich habe ein paar hundert Meter bis zu einer Verbindungsstraße. Und hinter der Verbindungsstraße hat der Wald schon angefangen. Mhm. Da war ich dann 200 Meter weiter. Da habe ich dann schon ein schönes Plätzchen gefunden, abgelegen. Eine Quelle, also Wasser hatte ich dort. Ah, da war also Wasser hatten Sie, frisches Wasser war da. Mhm. Aber haben Sie Feuer gemacht, um sich ein bisschen das Essen warm zu machen? Nein, das war meistens zu feucht dort. Mhm. Und wenn es dann wirklich mit trocken war, dann war das zu trocken, um im Wald ein Feuer zu machen. Das ist dann die Brandgefahr zu hoch. Aber Sie waren ja im Winter da. Sie müssen noch im Winter ein Feuer gemacht haben. Nein. Nein. Ich habe mich, auch von der Ernährung her, ich habe immer kalt gegessen. Mhm. Und nie krank geworden? Im Winter alleine ohne Feuer? Nein, da wird man nicht krank. Mhm. In der Wohnung, im Haus, wenn man lebt, hat man größere Chancen, krank zu werden, als wenn man draußen lebt. Also Sie haben also einfach das gegessen, was vom Supermarkt war. Ich weiß, Sie rauchen gerne. Haben Sie sich irgendwie, also haben Sie Tabak bekommen irgendwoher? Ja, Tabak habe ich eingekauft. Ich habe dann natürlich auch noch Pfandflaschen gesammelt, so viel wie ich gefunden habe. Ah, okay. Und davon habe ich dann als Tabak ab und zu auch noch mal ein Bier gekauft. Das heißt also, Sie sind schon in die Zivilisation und wenn Sie eingekauft? Zum Einkaufen, ja. Haben Sie mit Menschen geredet, Kontakt aufgenommen zu der Zeit? Nein. Haben Sie, kann man sagen, Sie haben sich versteckt auch vor den restlichen? Ja, auf jeden Fall. Das war ja der Sinn der Sache, dass ich mich versteckt habe. Ich wollte mich abkapseln. Wusste irgendjemand, wo Sie sind? Nein, wusste niemand. Aber Sie haben, Sie haben Eltern, Sie haben eine Schwester. Ich habe mich leider auch bei denen nicht gemeldet. Und habe denen da auch sehr schwere Schmerzen zugefügt. Das tut mir wirklich leid, aber... Es war damals auch eine Situation, ich konnte einfach nicht anders. Sie sind seit einem Monat wieder aus dem Wald raus. Haben Sie inzwischen Kontakt aufgenommen mit den Eltern? Ich habe mit meiner Schwester jetzt wieder Kontakt aufgenommen. Und ja, meine Mutter ist auch schon älter. Und die wollte es erst noch vorbereiten auf die Sendung heute. War natürlich auch sehr überrascht. Ihre Mutter muss geglaubt haben, dass Sie tot sind. Sie sind 3 Jahre weg und haben, es gibt keine Nachricht. Die wusste nicht, ob ich noch, ob ich noch lebe oder noch hier in der Nähe bin oder im Ausland. Aber den Gedanken hatten Sie zwischendurch nicht, dass Sie da, weiß ich nicht, ein schlechtes Gewissen gegenüber denen, die Sie lieben und die Sie vermissen? Den Gedanken hatte ich halt schon. Aber? Aber habe trotzdem nichts gemacht. Warum nicht, wenn Sie das versuchen zu beschreiben? Also meine ein Jahr, ein paar Monate, aber zweites Jahr, drittes Jahr. Wie kann man das ganz gut so machen? Man gewöhnt sich an das Leben. Und, mit der Zeit möchte man es gar nicht mehr anders. Es hat seine Vorteile. Und, man bekommt keine Telefonanrufe. Eindeutig nicht, ja. Niemand macht einen Ärger, niemand macht jemanden Stress. Mhm. Also das sind die guten Zeiten. Das sind die guten Zeiten. Mhm. Mit einem Wort, Sie waren frei, oder? Ja. Kann man das so sagen? Das kann man sagen. Größere Freiheit kann man nicht finden. Was haben Sie vermisst auf der anderen Seite? Ach, kaum etwas. Höchstens einmal wieder mal ans Meer zu kommen. Ans Meer? Ja. Okay. Ich bin nicht der große Bergfan, also nicht der große Alpenfan. Mhm. Mich hat es immer ans Meer gezogen, ins Wasser. Und das wäre schon noch etwas, was ich gerne mal wieder machen würde, ans Mittelmeer zu fahren im Sommer. So, vielleicht klappt es ja wieder mal. Sind Sie freiwillig jetzt aus dem Wald gekommen oder sind Sie gefunden worden? Ich bin dann wieder gefunden worden. Mhm. Ein Spaziergänger, der ist meinen Pfaden gefolgt. Nach 3 Jahren gab es natürlich schöne Trampelpfade von mir. Mhm. Und hat mich da gesehen, hat die Polizei gerufen.
Und dann, nachdem das Ganze ein Naturschutzgebiet war, musste ich dann das Ganze verlassen. Bin dann über Caritas hat mir dann ein Zimmer vermittelt. Mhm. Da bin ich jetzt wieder in der Zivilisation gelandet. Und wie finden Sie es, Herr Ködel? Inzwischen habe ich mich wieder ganz gut eingelebt. Also besser, wie ich gedacht habe. Ist besser, wie Sie ja. gedacht haben. Und jetzt, so, ich meine, jetzt hier Flieger zu nehmen, ist das ein Kulturschock oder ist das? Oh nein, das war eigentlich wie vor 20 Jahren auch, wie ich das letzte Mal geflogen bin. Nur der Sicherheitscheck ist schärfer geworden. Ich bin gespannt. Wir wollen noch nachher erfahren, was Ihre Pläne jetzt sind. Ich würde aber doch mal gerne fragen. Also, Herr Immel, Sie haben ab und zu mal genickt. An welchen Stellen? Ja, an der Stelle, wo ich die Post nicht mehr aufgemacht habe. Das habe ich gut verstanden. Aber ich war gerade erschüttert. Ich denke, da geht es uns allen noch super, wenn wir das Schicksal hier hören. Aber interessanterweise hat der junge Mann ja noch Positives gefunden. Ja. Und das ist bemerkenswert. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass er noch mal ans Meer kommt und dass es ihm auch wieder irgendwie gelingt, ins Leben zu kommen. Also es ist ja so liebenswert, was hier gesagt worden ist, dass mich das wirklich schwer betroffen gemacht hat. Hätten Sie das hingekriegt, 3 Jahre im Wald zu leben, also auf sich selbst gestellt? Das hätte ich auf keinen Fall hingekriegt. Aber mich hat gerade die Frage interessiert, hatten Sie denn keine Freunde, die in dem Moment, wenn Sie so eine Firma geleitet haben? Ich hätte schon Freunde gehabt, aber es war wirklich, ich wollte keinen Kontakt mehr haben. Ich habe also wirklich alles abgebrochen. Ich habe auch Tage gehabt, wo ich mir auf Deutschland nicht mal mehr ein Brötchen kaufen konnte und auch nicht wusste, wie ich die Miete bezahlen soll, geschweige denn was anderes. Aber ich habe einen Freund gehabt über die ganzen Jahre, der immer an meiner Seite war. Und das hat mich gerettet, sage ich jetzt mal. Eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Und man kann ja heute wirklich glücklich sein, wenn man einen Freund hat im Leben. Und das war wirklich toll. Aber dass ihn der Lebensmut total verlassen hat, die Zuversicht, das kann ich nachvollziehen. Ja. Ich frage mal weiter gleich, auch Nino De Angelo, aber bevor ich mich nach links drehe, sozusagen, würde ich doch noch mal gerne Ihnen auch zu Hause eine ganz kurze Zusammenfassung dessen machen, was ein ganzes Leben ist und das eben auch zeigt, dass man sehr, sehr viel haben kann und trotzdem immer wieder, wie er vorher gesagt hat, von vorne anfangen muss. Dann sind wir jenseits von Eden. Jenseits von Eden wurde 1983 für den damals 19-Jährigen zum Millionenhit und zum Fluch. Fortan kostete Nino De Angelo die dunklen Seiten eines Promi-Lebens voll aus. Alkohol und Kokain, Geld im Bordell verprasst oder falsch investiert. Mit Schulden in sechsstelliger Höhe musste er in die Insolvenz. 3 Ehen gingen in die Brüche. Er erkrankte an Krebs, verlor über 2 Jahre die markante Stimme, sein größtes Kapital, wie der Sänger sagt. Trotz seines Achterbahnlebens, der heute 50-Jährige bleibt im Geschäft, wie hier im Duett mit Helene Fischer. Aktuell hat er ein neues Album rausgebracht. Das heißt Meisterwerk. Aber bevor wir dazu kommen, Herr De Angelo, also 4 Ehen, Drogen, Krebs, Pleite, haben Sie auch mal an Flucht gedacht? Eigentlich? Weil dieses ist die Geschichte einer Flucht. Man sagt so, das war's. Ich hatte auch meinen Wald, nur ich bin nicht in den Wald gegangen. Mein Wald war eben halt mich, ich hatte auch so viele Parallelen. Also, wie er gerade erzählte, diese Emotionslosigkeit. Mhm. Und dieses Dahinvegetieren, man lebt eigentlich gar nicht mehr, man atmet nur noch. Mhm. Und, in welcher Phase Ihres Lebens war das so? Weil da gäbe es ja ein paar Einschnitte. Ich habe gerade gesagt, Sie haben mal die Stimme verloren. Das war eine. Ja, das war eigentlich die schlimmste Phase meines Lebens, war eigentlich die während der so gegen Ende, ja, so in der Mitte der Insolvenz. Mhm. Die ersten 2 Jahre. Oder 3, die gehen ja noch. Aber dann irgendwann, ich habe ja während dieser Zeit auch überhaupt nicht die Kraft gehabt, eine neue Platte aufzunehmen. Da hatte ich noch irgendwann nach dem ersten Jahr oder zweiten Jahr, also 2007, rief Dieter Bohlen an und meinte, wollte ein Album machen. Ich sagte, Dieter, ich kann nicht, wie du kannst nicht, sagte er. Ich kann nicht. Mhm. Ich habe kein Selbstvertrauen. Mhm. Wie soll ich mich da hinstellen? Ich kann nicht. Es war irgendwie. Hat er das verstanden? Nö, hat er nicht. Meinte er, ja, wenn du nie wieder eine Platte machen willst, dann ist das die richtige Entscheidung. Meinte er nur zu mir. Fand ich dann auch irgendwie, ja. Aber ja. Man fühlt sich so. Wie soll ich sagen?
dieses Selbstvertrauen, das man braucht, um auf die Bühne zu gehen, das ist weg auf einmal. Du bist also echt irgendwo ganz unten dann, oder denkst, du bist ganz unten angekommen. Aber bei mir ging es ja immer weiter im Berg runter. Dann kamen die Krankheiten dazu. Aber ich meine, es hat ja mal sehr toll angefangen. Ich meine, Sie waren 19, als Jenseits von Eden ein Hit wurde. Ja. Und dann gibt es den Moment, wo die Plattenfirma Ihnen 2,5 Millionen DM waren es, glaube ich, damals, als Scheck überreicht. Mit Recht. Ja. Das war klar. Ich war plötzlich von, mein Anwalt rief mich an und meinte, ich bin 19 Jahre alt, ja, ich komme aus ganz, ganz bescheidenen Verhältnissen und mein Traum war es immer, irgendwie was Großes zu machen. Die Eltern waren, das hat man damals noch Gastarbeiter genannt. Gastarbeiter aus kamen Italien. In den 60er, ja genau, ja. Um die 1960 ungefähr nach Deutschland. Mein Vater hat Autos repariert, der war Spengler. Danach hatte er Kampfsportschulen. Also der hat sich auch irgendwie hochgearbeitet mit seinen Talenten. Und meine Mutter war Schneiderin. Und, also bescheidene Verhältnisse und dann sind 2,5 Millionen D-Mark natürlich einfach unbeschreiblich. Ja, viel das ist Geld. Unbeschreiblich. Was haben Sie damit gemacht als Erstes? Das Erste, was ich gemacht habe, was macht man da? Kann man das ich bin zum Autobäcker gefahren nach Düsseldorf, ja, das kann man sagen, natürlich. Aber weil es schon immer mein Wunsch war, deswegen, es war immer mein Wunsch, als 14-, 15-Jähriger, wenn ich einen Ferrari gesehen habe, dann habe ich irgendwie, bin ich erstarrt und habe gesagt, das wär's. Und dann konnte ich es mir, ich bin zu Autobäcker gefahren, habe mir meinen ersten Ferrari gekauft. Der erste? Ja. Von? 6 oder 7. Ich weiß, ich habe das schon mal nicht begriffen, wozu man 7 Ferraris braucht. Aber na, man muss sie doch sammeln. Ach so, die werden ja irgendwann mal teurer. Klar, sicher. Ne? Kapitalanlage. Ganz dafür. Unterschiedliche Ferraris. Ja, natürlich, Herr Schild. Billige und teure. Richtig. Klar. Und, nein, aber es war sie wirklich so, dass es mein Hobby war. Mhm. Also nicht Ferraris zu sammeln, aber mir war das lieber darin zu investieren, als das Geld auf eine Bank zu bringen. Sie haben ja nicht nur Ferraris gekauft. Sie haben ja, ein Leben geführt, ja, das mit eigentlich ganz gut beschrieben ist mit Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Kann man das so sagen? Ja, auch natürlich. Wenn man auf einmal so viel Geld verdient, so dann kommt man ja auch irgendwo. Und du bist auch noch Nummer 1 in den deutschen Charts. Sie sind ein Star. Also das ist nicht nur das Geld, sondern Sie sind nur das Geld. Star, du bist auch noch bekannt und jeder kennt dich. Dann kommst du. Dann wird dein Leben ganz anders und du triffst unheimlich viele Leute und du weißt, eigentlich weißt du gar nicht, du denkst immer nur, Mensch, sind die alle freundlich und nett und ach, schon wieder eingeladen worden und was weiß ich. Also es kommen halt sehr, sehr viele, die sich halt auch mit dir gerne schmücken möchten und mit dir weggehen und zeigen wollen, dass sie dich kennen. Da kommt man, kann es natürlich auch passieren, dass man wirklich das gefällt einem auch und dann macht man aber auch viele Dinge mit, die man eigentlich vielleicht gar nicht will. Also Kokain hätten Sie eigentlich nicht gebraucht bei dem Leben? Sie waren doch schon auf der Überholspur. Nein, im Prinzip nicht, aber es war halt uncool, es nicht zu nehmen. Ja, in den Kreisen. Uncool, es nicht zu nehmen? Ja, es war einfach, ach jetzt hab dich nicht so. Ich habe noch nicht mal geraucht bis zu meinem 18. Lebensjahr. Oder 19. Also ich war echt, und Drogen waren für mich irgendwie, ich habe ganz schlimme Erlebnisse gehabt als 15-Jähriger, als ich das erste Mal gesehen habe oder jemanden kennengelernt hat, der Heroin gespritzt hat. Also das war, habe ich gedacht, da bin ich weggelaufen. Ja, also und dann später kommst du da irgendwie selber irgendwo rein. Natürlich auch immer schön unter Alkoholeinfluss. Alkohol ist ja für mich eigentlich so das, was immer die Hemmschwelle nimmt und was mich dann so irgendwie, wo ich dann die Kontrolle verliere, ja, und dann jeden Mist Sie haben ganz viel Kokain genommen und irgendwo habe ich mal gelesen, dass die waren gar nicht mehr, Sie konnten sich gar nicht mehr vorstellen, dass man auf einen Abend ausgehen kann ohne Kokain. Was ist das? Das ist ja, also eine körperliche Abhängigkeit ist es ja nicht, sondern das ist eher so, dass... Es ist psychisch, ich weiß auch nicht, es ist natürlich, du gehst nur, also ich bin nur weggegangen, um mich wirklich auch... einfach abzuschießen. Ich habe an dem Abend oder so, ich weiß gar nicht, ich habe da gar nicht teilgenommen. Ich war in Diskotheken, ich weiß nicht, welches Stück gespielt wurde. Es interessierte mich auch gar nicht. Ich wollte nur trinken und mich, keine Ahnung, ins Universum schießen. Mhm. Einfach weg. Weiß ich nicht, warum und wieso und weshalb.
Man könnte vermutlich den ganzen Abend damit füllen, ja, nur über das Zocken zu reden. Ich glaube, Sie haben einmal 40.000 verloren an einem Nachmittag, so als Maximalsumme. Ja, das war auch noch im Urlaub auf einer Yacht. Der Urlaub war natürlich am nächsten Tag zu Ende. Gut. Falsche Freunde. Ja, keine Ahnung. Naja, das ist viel Blödsinn, ja. Ich finde, es sind zwei Hämmer, die mich so da berührt haben. Das eine ist, Sie werden schwer krank, Sie kriegen Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Ich weiß nicht, die Italiener, die ich kenne, sind alle katholisch gewesen. Haben Sie das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, aus der alten Erziehung, das ist jetzt irgendwie eine Strafe für das, was da also für die Sünden, die Sie begangen haben? Genau so habe ich das eigentlich damals gesehen. Ich war ja 32, als ich das erste Mal Krebs hatte. Und da habe ich gesagt, so, und jetzt kriegst du die Rechnung für den ganzen Mist, den du gebaut hast. Weil es war ja nun wirklich... Ich habe ja sehr viel verloren dadurch. Ich habe ja nicht nur mich selbst verloren und ich habe ja nicht nur mir selbst wehgetan, sondern ich habe auch meiner Familie wehgetan. Ich hatte eine wunderbare Familie, eine wunderbare Frau, die meine Kinder... Zwei Kinder dann eigentlich, nachdem wir uns getrennt haben, alleine großgezogen hatten. Das hat sie hervorragend gemacht. Und ich habe oft wirklich darüber nachgedacht, wenn ich damals nicht so durchgeknallt gewesen wäre und nicht so viele Probleme hatte. Ich möchte auch nicht, ich muss aber auch sagen, dass es, ich muss mich da irgendwie ein bisschen selber schützen. Ja, ich habe das nicht gemacht, weil ich das so toll fand, sondern weil ich ein Problem hatte. Eben auch, ich war sehr depressiv. Ich habe schon von Kind auf eine unheimliche Traurigkeit. Mhm. Und ich habe einfach ein Problem damit, anscheinend irgendwelche Erfolge richtig zu genießen. Ich komme immer dann irgendwo an einen Punkt, wo ich sage, hast du das überhaupt verdient? Und ich mache immer alles wieder kaputt. Mhm. Mittlerweile habe ich dieses Problem nicht mehr. Ich freue mich über jeden Erfolg, aber damals war das so. Und mir tut das natürlich unheimlich leid, dass ich eben halt meine Familie mit meinem Verhalten kaputt gemacht habe damals. Und ich bin ganz froh, dass meine Kinder wirklich toll sind und jetzt erwachsen sind. Und das habe ich natürlich meiner ersten Frau zu verdanken. Sie haben ein bodenständiges Leben. Ganz bodenständig. Was Sie überhaupt nie hatten, nicht? Also wenn es irgendwas in Ihrem Leben nicht gab, jedenfalls ab dem ersten Erfolg, dann war es irgendeine Art von Bodenständigkeit. Mir hat die Bodenständigkeit ja auch gefehlt als Kind. Ich meine, du wirst ja bis zu deinem 16. Lebensjahr, wirst du eigentlich so, da wirst du ja geprägt. Aber meine Eltern, ich habe nur Disharmonie. Eigentlich kann ich mich an harmonische Erlebnisse kaum erinnern. Wir hatten... halt auf Bildern, da sieht man, wie die Familie zusammensitzt oder so. Aber meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 8. Ich habe sehr viel Streit mitbekommen damals. Und ich weiß, dass ich immer weggelaufen bin, weil mir das Angst gemacht hat. Mhm. Und meine Mutter hat mich aufgezogen und das hat sie auch gut gemacht. Und sie hat immer gesagt, du musst immer, also sie hatte, die Ansicht von ihr war, du musst immer lieb und nett und freundlich sein. Und mein Vater war genau das Gegenteil. Er sagt, wenn du was willst, musst du es dir einfach nehmen. Und ich war wirklich so zerrissen als Kind, dass es für mich... Wahrscheinlich hat das die Zerrissenheit angehalten. Also das eine ist eben diese schwere Erkrankung, die immer auch mal wieder kam tatsächlich. Mhm. Und das zweite ist eben der Punkt, an dem man dann sagen muss, so jetzt ist das Geld so weg, dass man Insolvenz anmelden muss. War das ein heilsamer Schock? Also in dem Sinne von, so jetzt wacht man auf. Ja, also ich muss sagen, bei mir hat sich das ja auch so aufgebaut. Ich kenne das Gefühl, Eike auch, also dieses Post gar nicht mehr aufmachen, weil ich denke, oh, die kannst du eh nicht bezahlen, die Rechnung. Mhm. Ob ich jetzt, ja. Obwohl sie von einem höheren Niveau kamen als Herr. Ja, natürlich. Das ist alles nur eine Frage der Relation. Also es ist halt da ein bisschen, ist es halt ein bisschen mehr gewesen. 1,5 Millionen Euro Schulden waren irgendwo. So richtig, ja, die standen so ungefähr. Hm. Und irgendwann konnte ich meine Verpflichtung auch nicht mehr nachkommen. Dazu, also als ich mit 32 das erste Mal an Krebs erkrankt war, da hatte ich wirklich Probleme dann wieder. Ich konnte ja nicht arbeiten. Hm. 3 oder 4 Jahre. Das war auch genau noch dann die Phase, oder kurz danach, wo dann die Trennung von meiner Frau kam, die ja noch während der Krebszeit zu mir gehalten hat und gemacht hat und getan. Und irgendwann konnten wir das Haus, ich konnte die Bank nicht mehr bedienen und so. Die wollten dann das Haus haben und so weiter. Und dann ging eigentlich alles im Bach runter. Und ich habe versucht, das irgendwie alles noch zu verhindern. Aber es geht nicht. Du kannst diesen Tsunami an Scheiße einfach nicht mehr aufhalten. Mhm. Und dann irgendwann 2005 war das dann vorbei. Und es war eigentlich...
so ein befreiendes Gefühl erstmal, diese Insolvenz. Und, aber auch auf der anderen Seite war es schon ziemlich erniedrigend, muss ich sagen. Das ist ja brutal. Ich meine, man hat ein Lebensminimum, man kann viele Rechnungen nicht mehr zahlen. Gleichzeitig sind Sie aber immer auf der Bühne gestanden. Ja, ich musste ja. Danach ich musste ja ein paar Euros musste ich ja verdienen, damit ich in einer anständigen Wohnung leben kann und damit ich ein Auto fahren durfte. Ich habe mir ein Auto gekauft für 3.000 Euro. Mhm. So einen alten Alfa Romeo. Ich denke, wenn, dann muss er wenigstens einen guten Namen haben. Und das war, also... Und das habe ich, das Auto habe ich ein paar Jahre gefahren und also es war wirklich, es war teilweise sehr erniedrigend. Ich habe auch viel Hohn und Spott geerntet und habe immer versucht, wieder rauszukommen. Und dann, es ist halt einfach so, dass die Leute dann gerne, die dich vielleicht sowieso nicht mochten oder dass sie dann halt auch sagen, ja, geschieht dir recht, Pleitegeier und was will der Pleitegeier denn hier auf der Bühne? Es ist sehr verletzend und das führt natürlich dann auch dazu, dass so im stillen Kämmerlein natürlich in ein ganz tiefes Loch fällt. Ich muss sagen, heute wirken Sie auf mich extrem bei sich. Sie haben so einen inneren Glanz, Sie sehen irgendwie sehr gefestigt aus und so, als ob Sie komplett über dem Berg wären. Ist das so? Oder trügt der Schein? Also so... Also und wenn das, also sagen wir es mal anders, aber was hat Sie denn jetzt wieder hierhin gebracht dann? Also was ist es gewesen, dass eben das Leben dann doch wieder... Ja, also ich bin eigentlich, ich habe eigentlich eingesehen, dass ich weitermachen muss. Ich darf nicht aufgeben. Ich hatte auch Momente, wo ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich will, ich habe vom Leben so viel Prügel bekommen. Nimmst du einfach, irgendwann hast du keine Lust mehr und sagst, jetzt nehme ich die Deckung runter. Jetzt gib mir den Rest. Aber das funktioniert ja auch nicht. Also irgendwo siehst du dann wieder so einen Silberstreif am Horizont und denkst, Nino, das ist nicht das Ende für dich. So ist das bestimmt nicht geplant. Da kommt noch was. Und dann fange ich wieder an zu arbeiten. Dann stehe ich wieder auf und rappel mich wieder auf. Und wie so ein Boxer, der da irgendwie wieder ins Fitnessstudio geht und sich irgendwie wieder fit macht fürs Comeback. So ist das bei mir auch. Also es ist wirklich schwer, wieder Fuß zu fassen, auch nach der Insolvenz. Ich meine, du bist alle Schulden los und du kannst wieder von vorne anfangen. Aber ich meine, es dauert eine Weile. Ja. Das ist ja nicht so, dass wenn die Insolvenz vorbei ist, dass dann alles easy ist. Es dauert alles und du musst auch erstmal wieder kämpfen. Du musst den Leuten zeigen, hey, ich bin noch da und ich habe Power und wollt ihr was mit mir machen? Ja, und jetzt bin ich eigentlich so weit, dass ich denke, ich bin in einer guten Form jetzt. Und ich bin froh, dass ich die Chance bekommen habe, wieder wirklich mit einem richtig tollen Produkt an den Start zu gehen. Bevor wir Herrn immer noch rein, also muss ich erst mal sagen, Meisterwerke, da gibt es zum Beispiel eine Version vom Goldenen Reiter. Und ja. Ich finde, da klingt die Lebenserfahrung, die Sie gesammelt haben, einfach dann durch. Das bringt dann ja auch dann einen anderen Impetus in die Musik, oder? Ja, ich meine, alle Stücke auf diesem Album habe ich so ausgesucht, die reflektieren alle mein Leben. Es ist wie so eine musikalische Biografie. Und der Goldene Reiter war für mich natürlich auch ein Ausflug in eine Richtung, die, wo man sagt, ey, was sind denn der jetzt auf einmal für Texte und so? Ne? Also, aber ich bin, dieser Text, der ist mir, also den habe ich verinnerlicht, denn ich habe den gelebt. Ich weiß genau, worum es geht und ich bin, ja, wie soll ich sagen, ich lebe diese Songs. Sehr hörenswert. Jetzt würde ich trotzdem gerne Herrn Immel mit einbeziehen, auch hier tatsächlich, auch für Sie zu Hause. Vielleicht haben Sie es nicht mehr so ganz präsent, aber auch hier beginnt es sozusagen sehr jung, sehr erfolgreich. Als Profifußballer hatte Eike Immel oft Grund zu jubeln. Nationaltorwart, über 500 Bundesligaspiele, deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart. Mit seinen Paraden brachte er die Gegner zur Verzweiflung, aber neben dem Fußball ging vieles schief. Leichtfertig gab Eike Immel mit vollen Händen aus, was er als Profi verdiente. Teure Autos, Luxusgeschenke für Frauen, unseriöse Finanzanlagen, er verlieh viel Geld an Freunde, das er nie wieder sah. Der Schuldenberg wuchs, auch nach dem Karriereende. Eike Immel musste einen Offenbarungseid leisten und Insolvenz anmelden. Seine Teilnahme am Dschungelcamp brachte ihm Häme ein, obwohl er mit dem Honorar Gläubiger bezahlte. Bis zu 1 Million Euro Schulden hat er angehäuft, schätzt Eike Immel. Eine Rückkehr ins Fußballgeschäft als Torwarttrainer ist noch ungewiss. Ja, Herr Immel, das ist ja insofern ähnlich. Da sind Sie 17, Sie stehen im Tor. Es ist, also jetzt nicht bei diesem Bild, sondern der Beginn der großen Karriere. Sie sind Debütant als Torwart bei Borussia Dortmund. Sie spielen gegen Bayern und Sie halten alles.
Wie haben Sie sich bei diesem Spiel gefühlt? Also erstmal muss ich sagen, 95%, was Nino gesagt hat, trifft 1:1 bei mir auch. Das ist hier Fußball, das sind ist das unglaubliche Musik. Parallelen. Ja. Was denn? Wie habe ich mich gefühlt nach dem ersten Spiel? Das war natürlich fantastisch. Das ist mein Traum gewesen, Bundesligaspieler zu werden. Und mit 17, ich war ja noch A-Jugendspieler, sicherlich ein außergewöhnliches Talent, was ich hatte, da schon die Chance zu kriegen und ausgerechnet Bayern München. Und das war eines der besten Spiele meines Lebens. Also danach ging es ja im Prinzip nur noch bergauf. Ja, Anfangsgehalt 1978 waren 180.000 D-Mark, kurz danach aber schon 300.000. Das war 1978 einfach wahnsinnig viel Geld. Das war viel Geld, ja. Das waren so die Top-Verträge, die man damals hatte. Vielleicht gab es bei Bayern München noch ein paar Spiele, die mehr verdient haben. Da kamen ja noch Prämien zu und teilweise noch Werbeverträge. Ich bin ja mit 19 dann, glaube ich, schon Nationalspieler geworden. Mhm. Und was haben Sie mit dem Geld gemacht? Haben Sie sich auch vier Ferraris gekauft? Also ich habe im Prinzip die gleichen Dinge. Als ich 13, 14 war, wurde in einem kleinen Dorf, in dem ich herkomme, mal über einen Porsche gesprochen. Vater war Landwirt, ne? Mein Vater war Landwirt und die Leute, war unerschwinglich. Einer hat einen Porsche gesehen und ich habe gedacht, ich bin der Erste, der hier in diesem Dorf den Porsche hatte. Mit 18 habe ich mir das leisten können. Aber die Autos sind ja nicht nachher, die einem das Genick brechen. Bei mir waren es, ich sag mal, falsche Berater. Falsche Berater inwiefern, wo Sie das Geld anlegen wollen? Hatte, damals gab es so die berühmten Bauherrenmodelle, wo man meinte, steuersparend investieren zu müssen. Aber meistens hatten die Immobilien keine Substanz, die waren an der falschen Stelle. Die Geben Sie mir ein Beispiel, was Sie gemacht haben. Ich habe einen Haufen Luxuseigentumswohnungen in Hagen-Haspe gekauft. Und Hagen-Haspe, das ist ein Arbeiterort, sage ich mal, Bergbau oder was auch immer da gemacht wurde. Aber da passten Luxuseigentumswohnungen überhaupt nicht nach Hagen-Haspe. Die Wohnungen waren wunderschön, die hatten Marmorfußböden, Kamine. Nein, es war wirklich toll, aber die waren in Hagen-Haspe unverkäuflich. Ich habe 550.000 Mark damals pro Wohnung bezahlt. Und als wir merkten, das ist nicht gut gewesen, und man daran gedacht hat, die Wohnung zu verkaufen, waren vielleicht 180.000 Mark. Zu bekommen. Ich habe das dann versucht, so lange wie möglich zu halten, habe das auch 10 Jahre. Und man hat ja Kredite laufen dafür dann auch, damit die Steuersparnis auch wirklich dann sich lohnt. Ich habe dann also 10 Jahre diese Projekte gehalten und habe sie nach 10 Jahren verkauft und stand 1986 nach 2 Weltmeisterschaften, wo ich dabei war, wo wir großes Geld verdient haben, viele Werbeverträge hatte und gutes Geld bei 0 Euro oder 0 D-Mark damals. Und ich habe dann ein Angebot vom VfB Stuttgart bekommen. Ich habe damals ein fast 3-mal so hohes Gehalt gekriegt als in Dortmund. Das war der einzige Grund, warum ich gewechselt bin. Dortmund war doch eigentlich Ihre Heimat, oder nicht? Ja, Dortmund ist meine Lieblingsstadt. Das ist nicht meine Heimat, aber ich bin mit 14 oder 15 nach Dortmund gekommen. Fußball ist meine Heimat. Borussia Dortmund, mein absoluter Lieblingsverein. Ich war Publikumsliebling, ich war Mannschaftskapitän. Also besser konnte es mir eigentlich gehen als in Dortmund. Trotzdem musste ich den Verein verlassen, aus dem Grund, einfach auch mal da wegzukommen. Ja. Was anderes zu machen, sich weiterzuentwickeln. Ich habe aus meinen Fehlern nicht wirklich gelernt, sage ich jetzt mal. Ich habe das Geld dann für andere Dinge ausgegeben. Sie haben mal gesagt, also eigentlich war das Schlimmste war bei Ihnen im Prinzip Geld ausgegeben für Frauen. Inwiefern? Ja, ich habe halt gerne Geschenke gemacht. Ja, kann man mit Geschenken so viel Geld verlieren? Was sind das für Geschenke? Ja, wenn Sie Autos verschenken und teure Uhren und alles Mögliche. Sie haben Autos verschenkt? An Frauen? Ja, schon. Ich meine, wenn ich jemanden geliebt habe, dann war das eben so. Und wenn jemand einen Wunsch hat, habe ich versucht, den zu erfüllen. Heute muss ich sagen, natürlich völlig inakzeptabel und auch nicht intelligent. Aber das Schlimme an der Geschichte war eigentlich, dass die Leute oder die Menschen, für die ich am meisten empfunden habe und für die ich am meisten getan habe, nachher am schlechtesten über mich gesprochen haben. Die haben das überhaupt nicht anerkannt. Und ich sagte nachher noch, dies und jenes wurde dann in den Raum geworfen. Was ich nie verstanden habe, aber ich werde es auch nie verstehen und die haben wahrscheinlich ihre Gründe gehabt. Kann es nicht einfach so sein, dass sie ausgenutzt haben, ja? Ich glaube, ich bin wirklich geliebt worden. Das hört sich jetzt blöd an, aber das war kein Ausdruck. Ich habe es ja manchmal auch unbedingt selber wollen. Das ist ja nicht die Frage gewesen, wird das gefordert, sondern ich habe das gerne gemacht. Das kam von mir, von innen raus. Ja, ich war froh, wenn meine Frau ein tolles Auto hatte oder gut aussah oder sich an Schmucke erfreuen konnte. Und der Teufelskreis, dem ich meinte, unterlegen zu sein, war ja
Es muss ja immer mehr sein. Ja? Es wurde immer teurer, immer besser. Und ich habe ja immer Geld verdient. Sie haben doch einen guten Freund vorher erwähnt. Hat der ja, Sie nicht den da gab es damals doch gar nicht. Ah, das heißt, es gab niemanden, der Sie davor hätte bewahren können. Nein. Der Vater zum Beispiel, der ja ein bodenständiger Landwirt ja, war, hätte der nicht sagen können, größter, Junge, ich guck mal ja, auf die Bücher? Oder richtig, so. Das war mein größter, ich habe da meine Eltern nicht rangelassen. Warum? Ich wollte das nicht. Ja. Ich bin mit 15 zu Hause weggegangen. Mein Vater war Landwirt. Die haben immer gesagt, komm, was verdienst du denn? Und ich habe gesagt, ich will das gar nicht erzählen. Ich habe auch einen super Steuerberater gehabt, der mir tolle Vorschläge gemacht hat, aber ich habe den dann gewechselt, weil ich gedacht habe, der streicht mir alles, was mir wichtig ist. Ja? Also ich bin auch sehenden Auges in diese Geschichte reingelaufen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ja, ich habe ja meine Karriere dann beendet mit einem Hüftschaden, ja, vielleicht 3-4 Jahre zu früh, wo ich noch gutes Geld verdient hätte. Ich wäre dann in diese Probleme nie reingekommen. Also es kommen Dinge zusammen. Das eine sind eben, es ist der Lebensstil, es ja, sind die angehäuften Verbindlichkeiten und dann eben das Karriereende. Dann. Dann habe ich plötzlich, in Manchester war ich ja, ich war dann 2 Jahre aus Deutschland weg, Hüftarthrose, konnte nicht mehr spielen und ich habe gemerkt, in Deutschland wartet kein Mensch auf mich. Also es war nicht so, dass ich im Fußball auf einmal jeder sagt, Mensch, super, der Kerl ist jetzt wieder da, wir haben einen Job für ihn. Ich habe dann bei einem Amateurverein, VfL Heilbronn, unglaublich engagiert, versucht meine Karriere voranzutreiben. Wir waren auch sportlich unvorstellbar erfolgreich. Ich habe dann aber den Fehler gemacht, auch die Geschäftsführung für die Sportmarketing zu übernehmen. Und ich bin gar nicht ausgebildet, um Geschäfte zu führen, sage ich jetzt mal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gerade geschildert haben, in der Tat. Ja, ja. Ist das Verhältnis zum Geld jedenfalls eins, was jetzt nicht so... Das war sicherlich nicht gesund, das kann man sagen. Der Insolvenz, der Moment des Insolvenz... Antrages jedenfalls. Ist das auch so gewesen wie bei Nino de Angelo, dass es eine gewisse Erleichterung mit sich gebracht hat? Ja, genau das Gleiche habe ich auch gesagt. Ich habe mich danach wie befreit gefühlt. Ja. Sie wissen, das sind ja nicht Dinge, die sich von einem Tag auf den anderen entwickeln. Das zieht sich ja über Monate, über Jahre über vielleicht Jahre hin. Ja, ja. Dass die Schulden immer größer werden, du verstrickst dich in Widersprüche, in Lügen, sage ich jetzt mal. Du windest dich da durch. Und du kriegst es immer wieder irgendwie geregelt. Bis zu dem Tag, deswegen kam ich gerade zum VfL Heilbronn, ich eine Bürgschaft für den Verein unterschrieben hatte. Und das ging um Finanzamtsschulden. Ich war dann in der Türkei, die Post wurde nicht aufgemacht. Die Frist des Einspruchs ist verstrichen. Und plötzlich hatte ich eine Forderung vom Finanzamt, die ich nicht leisten konnte. Und dann kam der Insolvenzantrag vom Finanzamt Stuttgart. Und... das war natürlich der schlimmste Tag meines Lebens. Das war so furchtbar. Ich wusste, am nächsten Tag steht es in der Zeitung. Die Bild-Zeitung wusste das sofort. Ich muss sagen, der Journalist war unglaublich fair. Das hätte ich eigentlich niemals erwartet. Ich habe gesagt, pass auf, ich brauche noch 10 Tage, um die Sache gerade zu bügeln. Schreib das bitte nicht. Obwohl ich den gar nicht kannte. Das war kein Sportjournalist, sondern der kam aus Berlin. Und er hat gesagt, ich gebe dir nur eine Woche Zeit. Da habe ich gesagt, gut, das schaffe ich. Aber ich habe es nicht geschafft in der Woche. Es ging also um gar nichts mehr. Und dann stand es in der Zeitung, ich habe Kinder, die das auch lesen mussten. Freunde, die das natürlich nie geahnt hätten, dass irgendwas schief lief. Also ich habe mir das ja nicht anmerken lassen. Und ich habe ja meinen Lebensstil im großen Stil weitergeführt, damit ja keiner irgendwas merkt. Ja, also ja, mit fliegenden Pfannen. Ja, ja, mit fliegenden Pfannen. Ich sage ein kleines Beispiel. Du bist im Restaurant mit 6-7 Leuten essen und ich habe dann gesagt, bezahle ich natürlich jetzt heute, damit es keiner merkt, der ist in Schwierigkeiten oder irgendwas. Ich muss heute sagen, unvorstellbar, was ich da gemacht habe, warum ich nicht reagiert habe darauf. Aber es ist ja auch eine Entwicklung. Du hast plötzlich keinen Job mehr. Dann habe ich aber die Fußballlehrerlizenz gemacht. Aber jedenfalls, also es hat dazu geführt, dass Sie jetzt, Sie haben noch einen hohen Schuldenberg im Moment. Der Torwarttrainer, den Sie, also Torwarttrainerschulen, die Sie machen, hängt noch an der Hüftoperation, die Sie nicht machen. Dieser Moment, in dem Sie gesagt haben, ich gehe jetzt in den Dschungel, das ist ja eine Gemeinsamkeit, die Sie beiden haben. Also Sie waren bei Big Brother, Sie waren im Dschungel. Ist das etwas gewesen, wo Sie gesagt haben, das mache ich jetzt Augen zu und durch, weil das bringt unheimlich viel Kohle für den Insolvenz, für das Insolvenzverfahren? Ich hatte einen Anruf von einem guten Bekannten, der mit Rainer Kallmund gesprochen hatte. Und der Kalli meinte, du musst in den Dschungel gehen, du musst irgendwie was machen, du musst zeigen, dass du willst. Mhm. Ich habe gesagt, das ist unvorstellbar, dass ich in den Dschungelcamp gehe. Das wäre für mich niemals überhaupt vorstellbar gewesen. Ich habe dann aber natürlich, es ging ja nicht voran. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ich mache das jetzt einfach. Das ist vielleicht eine Chance, aber wenn, zumindest ist es gutes Geld, was verdient ist. Und ich habe das dann gemacht. Ich habe das auch keine Sekunde bereut, muss ich sagen. Das war eine tolle Erfahrung, aber darum geht es ja jetzt nicht. 75.000 sind, glaube ich, dann direkt aber? Ja, nicht alles. Ich habe auch ein bisschen was vorher gekriegt, aber das meiste, also 50.000 Euro sind an Insolvenzverwalter gegangen.
Und die Insolvenz ist dann irgendwann mangels Masse abgelehnt worden, weil ich eben nicht, sagen wir mal, wenn ich jetzt 1500 Euro im Monat verdient hätte jeden Monat, dann wäre die Insolvenz gelaufen 7 Jahre lang. Das heißt, Sie stecken jetzt noch mittendrin, mehr oder weniger, in dem... Ich habe nicht 1 Euro bezahlt bis jetzt. Ja. Oh Mann. Wieso sind Sie in den Dschungel gegangen, Herr Schill? Bitte? Sind Sie, warum sind Sie bei Big Brother gewesen? Das ist nicht der Dschungel, aber es hat Ähnlichkeiten. Ja, viele Leute sind wegen der Imagepflege dort, um bekannter zu werden. Das traf auf mich nicht zu. Ich bin wegen des Geldes dort gewesen. Auch Sie wegen des Geldes? Ja, nicht weil ich in Geldnot war, aber nirgendwo lässt sich Geld so genussvoll verprassen wie in Rio de Janeiro, und wo ich lebe. Und je mehr man hat, desto besser. Und nirgendwo kann man so viel Geld in so kurzer Zeit verdienen wie bei diesen Formaten. Das ist wohl wahr. Ist es denn danach besser geworden? Weil Sie gesagt haben, vielleicht ist das eine Chance. Man zeigt, dass man eben dann leidensfähig ist, in diesem Falle ja wirklich wörtlich. Das hat mich nur Zeit gekostet. Hm. Ich habe dann den Dschungel gemacht, dann haben wir mit Bata Elisch noch ein schönes Lied aufgenommen, was ich wirklich sehr schön fand eigentlich. Aber das war natürlich keine Option in der Musikbranche, Erfolg zu haben, weil ich kann ja einfach nicht singen. Aber ich dachte, es ergibt sich vielleicht das ein oder andere danach. Hm. Das kam aber nicht. Und im Fußball war das natürlich tödlich auch, ja. Sowas zu machen. Und dann habe ich ja natürlich noch so einen Kokainprozess am Hals gehabt. Der bei Ihnen aber mit einem Freispruch geendet hat. Ja, aber das registriert ja keiner wirklich. Ich habe da tagelang habe ich ja unglaubliche negative Schlagzeilen gehabt, Seite 1, überall. Und als ich freigesprochen worden bin, ist es ein Dreizeiler gewesen. Und der ist auch noch freigesprochen worden. Dabei war das ein Freispruch. Aber freier kann man nicht gesprochen werden vor Gericht, weil es ganz klar war, dass ich nichts damit zu tun hatte. Eine üble Nachrede, die verfolgt wurde, ja. Und ebenfalls. Wie geht das Leben weiter, soll unser Thema sein. Sie erlauben, dass ich trotzdem noch Frau Holthaus dazu hole in das Gespräch, weil eben die Insolvenz genau der Punkt ist, an dem Ihr Leben sozusagen dann auch eine Wendung noch mal bekommen hat. Eine kurze Zusammenfassung für Sie auch über diese Geschichte, diese Lebensgeschichte. Verliebt, verlobt, verschuldet. Yvonne Holthaus war Anfang 20, als ihr Verlobter sie davon überzeugte, für eine Geschäftsidee zu bürgen. Die Steuerfachgehilfin zögerte, aber sie unterschrieb. Ein großer Fehler. Der Mann verlangte weitere Bürgschaften. Er überzog das Konto, seine Einkünfte unregelmäßig. Als Yvonne Holthaus die Hochzeit absagt, verschwindet der Verlobte. Was bleibt, sind seine Schulden, die in ihre Insolvenz führen. Frau Holthaus, jetzt könnte man sagen, alles, was ich bisher gehört habe, also jedenfalls auch vor allem von Nino De Angelo und auch von Eike Immel, die hatten so das Leben quasi mit vollen Händen angefasst. Bei Ihnen war es ja gar nicht so. Sie haben einfach ja, einem falschen Menschen vertraut. Wie lange haben Sie den denn gekannt, diesen Verlobten, bevor Sie für ihn gebürgt haben? Naja, das waren schon 3 Jahre. Mhm. Also es es ist nicht so, dass er mir über den Weg lief, mir schöne Augen machte und ich sage, natürlich unterschreibe ich für dich. Ich war naiv und dumm, aber so dumm war ich nur auch nicht. Aber Sie waren verliebt vermutlich und das hat dann den Blick getrübt auf das, was da auch hätte an Signalen da sein können? Ich war in erster Linie natürlich verliebt bis über beide Ohren. Andererseits aber muss man ganz klar sagen, meine Familie hat völlig hinter diesem Mann gestanden. Das heißt, es war der Traumschwiegersohn schlechthin. Und als er, das war das Prekäre an der Situation, mir den Heiratsantrag gemacht hatte an diesem Heiligabend, wollte ich eigentlich meine Familie darüber informieren, dass ich mich von diesem Mann trennen möchte. Aha. Und das heißt? Weil ich schon ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Das geht in die Hose. Er machte diesen Heiratsantrag und die ganze Familie stand drumherum und... da ja. Kommt man nicht mehr gut raus. Ja, da kommt man gar nicht mehr raus. Dennoch ist es doch etwas anderes, für jemanden zu bürgen. Aber er hatte eine Geschäftsidee, die fanden Sie, glaube ich, auch ganz gut. Die war gut. Die war total clever. Die war, das war ein mobiler Kfz-Service. Praktisch ein großer, so ein Transporter. Hinten drin alles Reifen, Wuchtmaschine, Montiermaschine, Werkzeug, alles dabei. Und er hat die Termine mit den Menschen direkt vor Ort ausgemacht. Also man muss nicht in die Werkstatt fahren, genau. Die Werkstatt kommt zu mir. Ja, ganz hätte genau. Mir auch eingeleuchtet. Wieso ist die Bank zu Ihnen gekommen und hat gesagt, du sollst bürgen? Ja, weil kein anderer gebürgt hat, weil keine Sicherheiten vorhanden waren, weil die Eltern auch nichts auf der Tasche hatten. Und Sie hatten immerhin ein regelmäßiges Einkommen. Also so sieht's aus. Ich war fest angestellt. Mhm. Ich hatte ein regelmäßiges Einkommen. Und der Banker an diesem Tag der Bürgschaftsunterschreibung oder Unterschrift meinte dann, also wenn Sie, und drehte mir dieses Papier so hin, wenn Sie jetzt hier unterschreiben, kann Ihr Verlobter morgen schon das Geschäft aufmachen.
Und ja, da und dann sowieso gucken mich diese großen Augen an, ne? Und genau so. Und dann sagt man mal nein, ne? Da sagt man gar nichts mehr. Und als Frau sagt man dann schon gar nichts, weil... Aber die Tragweite, Sie haben unter anderem Steuerfachgehilfe gelernt, also das heißt, Sie wussten, was Sie da tun. Sie, nein. Die Tragweite war Ihnen da schon bekannt, ne? Ja, das ist genau der Punkt. Das denken ganz viele, aber im Ausbildungsberuf der Steuerfachangestellten lernen Sie nichts über eine Bürgschaft. Das lernen Sie vielleicht, wenn Sie Bankfachangestellte werden, aber nicht Steuerfachangestellte. Es war nicht die erste Bürgschaft, die einzige, sondern er kam noch mal. Er wollte aber diesmal dann keine Geschäftsidee verwirklichen, sondern sich einen Sportwagen kaufen. Sie waren sehr skeptisch? Sehr. Sehr skeptisch einerseits. Andererseits wusste er genau, welche Knöpfe er bei mir drücken musste. Er war, sagen wir mal, subtil manipulativ. Er hat gesagt, hey, das ist doch ein tolles Auto. Und guck mal, und was meinst du, wie toll du in dem Auto aussiehst? ne? Ich meine... Die Herren der Runde lachen. Ja. Die Herren, die auch gerne mal Autos verschenkt haben. Die muss man erst mal kommen. Ja, ja, aber es ist wirklich so. Und ja, ich habe da mit Zögern, also nicht mit wehenden Fahnen, sondern ich habe gesagt, oh, und ey, wie sollen wir das bezahlen? Und da ist er das erste Mal wirklich körperlich geworden. Mhm. Also da hat er mich an die Wand gedrückt, körperlich. Und ich habe gesagt, okay, dann ja. Dass Sie dann nicht mehr geheiratet haben, kann ich mir nach dem Moment auch vorstellen. Sie haben ja die Hochzeit verschoben. Zwei Wochen später habe ich ihm gesagt, ich kann dich nicht heiraten. Wie hat er reagiert? Versteinert, komplett versteinert in dem Moment. Und ist dann aus der Wohnung oder aus dem Zimmer raus. Ich habe dann noch hinterher gerufen, lass es dir erklären. Ich will nicht die Beziehung beenden, aber bitte jetzt keine Hochzeit. Mhm. Und dann hat er gesagt, wenn keine Hochzeit, dann macht eine Beziehung auch keinen Sinn. Das habe ich in dem Moment nicht so gesehen. Sie müssen überlegen, ich habe auch die ganze Buchhaltung und alles für diese Firma gemacht. Also ich habe ja Einblicke in die Bücher gehabt und ich wusste, da stimmt was nicht. Da kommt zwar Geld rein, aber es ist weg, dann ist doch wieder mehr Geld da. Wo geht es hin? Mhm. Da war die Steuerfachgehilfin wieder in mir. Ich habe gesagt, das stimmt irgendwas nicht. Das heißt also, er hat sie ja nicht an Land gezogen, um sie auszubeuten, sondern das war eher so ein schleichender Prozess. Und dann ist der wahrscheinlich irgendwann mal selber drin gefangen gewesen und kam dann nicht mehr raus. Oder was ist Ihr Reim darauf? So würde ich das sagen. Also ich muss sagen, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Sprich, für ihn war es, ich war billig in dem Moment. Es war gut für ihn, dass ich da war. Und dann war er weg. Und die Bank kam zu Ihnen? Ja, ziemlich plötzlich sogar. Mit den ersten Raten für den Kredit, mit den ersten Leasingraten fürs Auto. Und ich habe halt dann gesagt, ja, Moment. Ne? Er hat dann bei seinen Eltern gewohnt, dann war er noch greifbar. Mhm. Und irgendwann nicht mehr. Insolvenz ist ein Wort, das Sie sehr gut kennen, weil Sie auch einen privaten Insolvenz eben Antrag stellen mussten. Hier wurde von Erleichterung berichtet. Wie war das bei Ihnen? Es waren 12 Monate Bangen, ob der Insolvenzantrag durchgeht, so wie das der Himmel eben gesagt hat. Mhm. Er ist dann durchgegangen und ich habe geweint, als ich den Beschluss in der Hand hatte, ich durfte ins Insolvenzverfahren gehen. Denn ich wusste wirklich, ab jetzt ist es geregelt. Mhm. Das heißt, 2003 Januar startete offiziell das Verfahren. Aber von 1999 bis 2003 war alles ungeregelt, genauso wie die Herren das hier beschrieben haben. Das heißt, es wurde mir von meinem Festangestelltenkonto oder auf das Konto am 30. Geld überwiesen, vormittags. Mhm. Und nachmittags war das gesamte Geld weg und ich konnte noch nicht mal die Miete davon bezahlen. Es war weg einfach. Das heißt, man konnte unkontrolliert pfänden. Mhm. Und das war die schlimmste Zeit überhaupt, weil ich einfach nicht wusste, wie soll ich jetzt überhaupt noch was, mir was zu essen kaufen. Es klingt wirklich so dramatisch, aber so ist es. Wie motiviert man sich dann trotzdem dann in so einem Insolvenzverfahren? Das sind ein paar Jahre, Sie kriegen ein Minimum, Sie können nichts für sich behalten, Sie sind, der Kerl ist nicht mehr da. Das heißt also, die Grundlage dessen ist auch nicht mehr da. Wie haben Sie sich motiviert, dann einfach trotzdem ein fröhlicher Mensch zu bleiben, der Sie offensichtlich sind? Ja. Was hat Ihnen geholfen? Ich glaube, mein Sturkopf. Ihr Sturkopf? Ja. Sturheit hilft, ja? Ja, ich bin so ein Mensch, der sagt, wenn du am Boden liegst, dann dreht sich die Erde trotzdem weiter, ob du da unten liegst oder aufstehst. Die Entscheidung lag bei mir. Gebe ich mich dem jetzt hin, weil sich da draußen etwas gegen mich gewendet hat oder nicht? Mhm. Und ich bin stur gewesen und sage, verdammt noch mal, nein, das packe ich, das schaffe ich. Mhm. Ich bin früh daheim raus, mit einem sturen Kopf zu sagen, ich schaffe das auch ohne euch. Mhm. Ja, dann eben jetzt auch. Ich schaffe das auch ohne den Kerl. Und ich schaffe das auch ohne, dass mir das Leben gut gesonnen ist in der Zeit. Und dann kämpfe ich mich durch. Jetzt haben Sie einen neuen
Mann an Ihrer Seite, Sie haben einen Sohn, ja. Leben mit den Schwiegereltern im Haus, ja. Zwei Hunde sind dabei. Jawohl, Kidspur. Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Kommt der Gedanke manchmal, das ist zu gut, um wahr zu sein? Ja. Sind Sie misstrauisch nach dieser Erfahrung im Leben geblieben oder haben Sie auch das abschütteln können? Ich bin vorsichtig geworden und wenn ich anfange, so ein bisschen zu sagen, Mensch, ob es das dann auch ist und oh, hoffentlich bleibt das alles so schön, dann habe ich immer noch meinen echt starken, tollen Mann an der Seite, der einen ganz entscheidenden Satz gesagt hat, weißt du, das Leben darf auch einfach mal schön sein. Und da hat er total recht. Da hat er recht, weil ich sage, in meinem Leben ist so viel Mist passiert, ja, eben nicht nur die Insolvenz, dass ich sage, hey, ich glaube, ich habe meine Schuldigkeit für die nächsten drei Leben getan. Und das Leben darf jetzt auch echt einfach mal schön sein. Kitsch pur und ich bin dafür. Gäbe noch ein paar Geschichten zu erzählen, für mehrere Sendungen, glaube ich, das würde Sie füllen. Ich würde dann noch gerne jetzt Herrn Schill mit in die Runde mit hineinnehmen. Apropos, das Leben ist schön, Sie haben ja gesagt, in Rio ist es schön. Wie Sie dort hingekommen sind, wollen wir auch ganz kurz zusammenfassen. Rio de Janeiro, Traumstadt am Zuckerhut. Hier lebt Ex-Richter Gnadenlos, Ex-Innensenator, Ex-Parteigründer Ronald Barnabas Schill. Allerdings nicht First Class an der Strandpromenade, sondern in einem Armenviertel, in einer Favela. Schill, als Richter wegen drastischer Urteile in den 90er Jahren berüchtigt, triumphierte mit seiner eigenen Partei 2001 bei der Hamburger Bürgerschaftswahl, gewann aus dem Stand heraus fast 20%. Bürgermeister Ole von Beust machte ihn in der umstrittenen Rechtskoalition zum Innensenator. Zwei Jahre später aber feuerte er Schill. Nach einem Erpressungsversuch nannte ihn charakterlich ungeeignet. Der Abstieg des Ronald Barnabas Schill begann. Er verließ vor 10 Jahren Deutschland in Richtung Südamerika, machte zwischenzeitlich mit einem Kokain-Video Schlagzeilen. Die Maßlosigkeit wurde mir zum Verhängnis, sagt er heute. Herr Schill, was heißt das denn, die Maßlosigkeit wurde mir zum Verhängnis, wenn es Ihnen doch so gut geht in Rio? Wo ist das Verhängnis? Das ist bezogen gewesen auf meinen Aufstieg und Sturz. Ich habe geschrieben, auch in meinem Buch, dass das Gleiche, was meinen Aufstieg bedingte, auch ursächlich war für meinen Sturz, nämlich die Maßlosigkeit. Mhm. Ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen, das Absolute zu wollen, keine Grenzen zu kennen. Das heißt also, der Sturz ist schon ein Sturz. Also Rio ist jetzt nicht nur... Nein. So. Der Sturz aus der Politik, den meine ich. Dafür bedingt war die Maßlosigkeit genauso wie für den Aufstieg in der Politik. Sie sind ein Einser-Schüler gewesen, haben Einser-Abitur gemacht. Sie haben Jura studiert, vorher ein bisschen Medizin. Was war Ihr Ziel denn eigentlich in dieser Zeit, als Sie das Studium machten? Was wollten Sie? Ich wollte ein interessantes Leben führen. Dafür haben Sie Jura studiert? Und habe eingesehen, dass die Voraussetzung ist, Konsumverzicht zu üben und etwas zu tun, was man eigentlich nicht gerne tut, nämlich zu arbeiten, zu lernen, zu pauken, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich hatte nicht von vornherein vor, Jura zu studieren, sondern ich habe erstmal Psychologie studiert, abgebrochen, dann Medizin studiert, weil ich das Einzelabitur hatte, hatte ich die Möglichkeit dazu. Dachte mir, alle reißen sich darum, das zu tun, also mache ich das jetzt auch. Mhm. Und bin letztendlich bei Jura gelandet. Das war sozusagen die letzte Möglichkeit, nicht als ewiger Student zu enden. Wie landet man denn, wenn man ein schönes Leben haben möchte, dann an einem Gericht in Hamburg als Richter? Naja, letztendlich war meine Tätigkeit... Sie doch Unternehmensberater werden können, dann wären Sie doch ohne Umwege zum schönen Leben gekommen. Letztendlich war die Tätigkeit als Jurist und als Richter ja auch der Schlüssel in die Politik. Aber da wollten Sie doch gar nicht hin. Das Sie hatte ich nicht vor, aber es hat sich so ergeben. Mhm. Als Strafrichter war ich verantwortlich, Menschen vor Straftaten zu schützen. Durch angemessene Bestrafung habe die Urteilspraxis meiner Kollegen als zu lasch, zu lau und zu langsam empfunden, habe sie kritisiert. Sie haben auch schon mal eine Frau, die 10 Autos zerkratzt hat, für 2,5 Jahre ohne Bewährung in den Bau geschickt. Ne? Ja, ich habe sozusagen Zeichen gesetzt, die auch andere abschrecken sollten, ähnliche Straftaten zu begehen. Mhm. Habe darüber hinaus meine Kollegen kritisiert und bin dann zu einer politischen Figur geworden, schon zu einer Zeit, als ich Strafrichter wurde. Ja. Und dann hat man mir das Amt genommen. Ja, die Kollegen mochten dann, Sie nicht. Genau. Sie wurden versetzt, eben, hatten dann eine Zivilkammer. Da war es jedenfalls nicht mehr ganz so aufregend. Und habe dann entschieden, weil das ja auch politisch initiiert worden war, diese Zwangsversetzung. Jetzt habt ihr mir meinen Traumjob genommen, jetzt nehme ich euch euren Traumjob.
Innerhalb von 15 Monaten werde ich euch aus der Macht vertreiben. Ihr wart 44 Jahre. Sie sind in die Politik gegangen, um sich an den Richterkollegen zu rächen? Nein, nicht an den Richterkollegen, sondern es war damals von der SPD, die ja 44 Jahre lang an der Macht war in Hamburg und die Stadt wie ihr Eigentum behandelte. Von denen wurde ich natürlich als Störenfried betrachtet und die haben die Weichen so gestellt, durch Einflussnahme auf das Richterkollegium, dass ich zwangsversetzt wurde. Mhm. Und da habe ich gesagt, so, jetzt habt ihr mir meinen Traumjob genommen, nun werde ich euch euren Job nehmen. Ich gründe jetzt eine Partei und werde das Bundesland Hamburg innerhalb von 15 Monaten erobern. Und dann seid ihr alle draußen und ich bin drin. Das ist Ihnen ja zunächst einmal tatsächlich gelungen mit 2001 mit fast 20% der Wählerstimmen damals in Hamburg. Und Sie waren plötzlich dann Senator mit allen Insignien der Macht. Also was ist das und so gewesen? Und quasi stellvertretender Ministerpräsident. Richtig. Also das heißt, in Hamburg heißt das noch Bürgermeister, aber es, ist, das, es ist auf dem Rang des Ministerpräsidenten. Ja. Sie hatten plötzlich ein Büro. Chauffeur. Ich war überrascht über die Insignien der Macht, die die SPD angehäuft hatte für ihre Leute. Ja. Ich kam plötzlich da hinein und hatte 9 Leibwächter. Ich hatte ein gepanzertes Auto. Ich hatte 2 Chauffeure, damit ich Tag und Nacht auf die zugreifen konnte. Ich hatte Ich hatte eine Sekretärin als Innenminister, quasi als Innensenator. Ich hatte eine Frau, die nur zuständig war für meine Termine. Das durfte also nicht mal meine Sekretärin machen. Kein Mensch braucht das. Dann hatte ich einen persönlichen Referenten, ich hatte einen persönlichen Pressesprecher. Ich hatte diese ganzen überflüssigen Leute. Darf ich mal fragen, warum haben Sie dann überhaupt noch eine Waffe getragen? Weil ich hatte meine Leidenschaft für Frauen nicht abgelegt. Und bei meinen nächtlichen amorösen Abenteuern waren mir meine Leibwächter lästig. Die standen mir ein wenig im Wege. Und da ich aber trotzdem natürlich eine angefeindete Person war, habe ich stattdessen eine weitere Insignie der Macht beansprucht, nämlich einen Waffenschein und eine Hochleistungspistole im Schulterhalfter getragen, durchgeladen und ohne Sicherung. Aber so wurde es mir damals empfohlen. Haben Sie sich eigentlich mal ganz kurz gewundert, dass jemand, der das erklärte Ziel hat, Spaß im Leben zu hat, erst Richter und dann auch noch Senator wird in Hamburg? Haben Sie sich da nie gewundert, dass jemand wie Sie tatsächlich dahin kommt? So wie Sie das jetzt beschreiben, warum Sie dahin wollten und wie Sie das so gemacht haben? Sie meinen, ich sei ungeeignet gewesen aufgrund dieser sonstigen Leidenschaft. Also Ole von Beust hat das dann gemeint, ja. Das hat er dann wegen unseres Zerwürfnisses gemeint. Ja. Aber in Wirklichkeit haben wir beide, also Ole von Beust und ich, das Leben geschätzt. Also haben Sie sich im Moment gewundert, dass Sie da hingekommen sind, wo Sie waren mit all den Insignien der Macht? Da habe ich mich schon gewundert. Auf der anderen Seite hatte ich aber offenbar auch das Charisma, Leute von mir zu überzeugen und hatte auch wirklich die Mission, Hamburg sicherer zu machen, was mir auch gelungen ist. Ich habe einen Kriminalitätsrückgang von 15% herbeigeführt im ersten Jahr. Das ist falsch. Es waren 12% Steigerung in den ersten Jahr, in dem Sie Senator waren. Aber wollen wir nicht über... Stimmt nicht. Doch, natürlich. Also die Statistik ist nachzulesen, die kann ich Ihnen gerne präsentieren. Im Jahre 2002 hatte ich einen Rückgang von 15,5%. Die Steigerung, von 2001 auf 2002 war 12% in der Kriminalitätsstatistik. Zunahme. Da sind Sie falsch informiert. Sie sind falsch informiert, wenn Sie glauben, dass es zurückgehen kann. Nein, können Sie überall Wikipedia Faktencheck. Nachlesen. Gerade Wikipedia. Faktencheck. Aber was mich viel mehr interessiert, ist tatsächlich die Frage, alles gehabt, dann gibt es eben ein Zerwürfnis mit Ole von Beust, wie Sie sagen. Mhm. Also faktisch betrachtet haben Sie in der Presse, Sie haben gesagt, wenn du meinen Staatssekretär abschießt, dann werde ich bekannt machen, dass du nicht nur schwul bist, sondern auch noch ein Verhältnis hast mit einem anderen Kollegen. Hat sie da, weiß ich nicht, die gute Erziehung, der politische Instinkt irgendwas verlassen in dem Moment? Würden Sie das heute so sehen? Die Situation hat mich damals überrascht. Hintergrund war ein Komplott gegen mich. Es war eine Verbindung entstanden zwischen Ole von Beust und meinen oberen Parteileuten. Die hatten sich verbündet, die Koalition ohne Schill weiterzuführen. Obwohl die Partei ja Schill-Partei hieß. Weil ich zugegebenermaßen lästig war. Und das überraschte mich dann im August 2003. Mittel, um mich loszuwerden, war mein Staatsrat, mein Staatssekretär, meine rechte Hand im Innenministerium abzuschießen aufgrund einer Lappalie. Also und ich merkte nicht dann, dass Nebentätigkeiten. Genau, wegen der Nebentätigkeiten eigentlich eine Lappalie. Und kann man so oder so sehen. Da
wurde mir klar, da Ole ohne mit mir Rücksprache zu halten meinen Staatssekretär zum Rücktritt aufforderte, dass er irgendetwas in der Hinterhand haben musste. Aber erpresst man ihn dann mit Details aus dem Privatleben? Und mein Privatleben war immer öffentlich. Man hat mich immer aufgrund meines Privatlebens attackiert. Sein Privatleben war komischerweise tabu. Seine Entscheidung. Und nun habe ich zu ihm gesagt, du sitzt im Glashaus, aus dem du jetzt mit Steinen wirfst, auf meinen Staatsrat wegen dieser Lappalie. Wenn du ihn wirklich rausschmeißt, dann öffne ich diese Büchse der Pandora. War es ein Fehler im Nachhinein betrachtet? Wären Sie so schuldbewusst, das mal zu sagen, dass man das nicht macht? Ich bin ja kein moralisierender Mensch und selbst auch eher unmoralisch. Deswegen war es für mich nach Machiavelli ein Mittel zum Zweck, um meine erfolgreiche Politik zum Schutz der Bürger vor Verbrechen weiterzuführen. Also ich stand ja auch in der Pflicht. Haben Sie aber also es war taktisch falsch. Es war taktisch falsch. Ich habe die Sache damals falsch angefasst. Und es hätte viele Möglichkeiten gegeben, mit Krisenmanagement die Sache noch zu retten, rückschauend betrachtet. Es war der größte Fehler meines Lebens und die größte Niederlage. Na, die Frage ist, ob es Ihnen leid tut, ob Sie da was falsch gemacht haben, objektiv betrachtet. Es tut mir leid, weil ich die erfolgreiche Politik, die wirklich erfolgreich war mit 15% Rückgang der Kriminalität, weil ich diese Politik nicht weiter fortsetzen konnte. Deswegen tat es mir leid. Es tat mir nicht um Ole leid. Ole hat gegen mich ein Komplott geschmiedet und dafür die Quittung bekommen. Es gab ja natürlich ein paar Sachen davor. Aber tatsächlich, wie ist das in dem Moment? Sie hatten keine Privilegien mehr. Sie waren persona non grata. Es gab ja spontane Freudenfeste in Hamburg, als bekannt wurde, dass Sie dann nicht mehr Senator sind. Irgendwann mal hat sich die Partei, die eigene Partei, die Schill-Partei, hat sich von Ronald Schill getrennt. Sind Sie so lässig im Umgang damit, wie es jetzt den Anschein hat, oder hat es Sie auch getroffen? Ich hatte anders als Herr Ködel einen Plan B, weil ich schon immer den Traum hatte, mal auf einem anderen Kontinent zu leben. Mhm. Und schon vorher hatte sich angekündigt, dass ich nicht immer in der Politik werde bleiben können, weil ich zu viele Feinde hatte, denen auch jedes Mittel recht war. Mhm. Deswegen hatte ich den Plan B, nach einem Ausstieg aus der Politik mal in Südamerika zu leben oder mit einer Segeljacht die Welt zu bereisen. Das war schon immer mein Traum. Und deswegen war mein Leben trotz des Sturzes immer noch lebenswert. Mhm. Ich bin einige Tage später mit dem Auto durch die Gegend gefahren und habe Radio eingeschaltet. Und da äußerte sich ein Psychologe in einem Sender darüber, dass nun mit meinem Selbstmord gerechnet werden müsste. Der Möllemann hatte sich gerade aus dem Flugzeug gestürzt mit seinem Fallschirm und den Fallschirm nicht geöffnet. Darauf nahm der Bezug. Und der meinte, ich hätte damit quasi meinen Lebensinhalt verloren und deswegen sei mit Selbstmord zu rechnen. Das war für mich immer völlig abwegig, weil mein Leben außerhalb der Politik immer reizvoll und lebenswert war. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, Sie sind sozusagen ein Hedonist, also jemand, der tatsächlich es darauf anlegt, ein gutes Leben zu führen. Und Sie haben nichts ausgelassen. Es gibt dann die Geschichte mit dem Kokain-Video. Vor laufender Kamera hat man selten gesehen tatsächlich. Was hätte Richter Gnadenlos denn dazu gesagt? Man hat mir ja schon 3 Monate nach meinem Amtsantritt als Senator Kokain angehängt. Ja, Sie haben sich ein Haar entfernen lassen. In Form einer Medienkampagne. Jetzt und über das Kokain, das hat mich radikalisiert. Zu dem Zeitpunkt habe ich niemals Kokain in meinem Leben genommen gehabt. Kokain habe ich dann später mal in einer völlig anderen Situation, 5, 6, 7 Jahre später genommen. Da ist dann auch dieses legendäre Video entstanden. Und es ist ja eine Gemeinsamkeit zwischen uns allen. Herr Immel hat nicht wirklich, dem wird es noch vorgeworfen. Nein. Genommen, ne? Und Herr Ködel auch nicht. Und Frau Holthaus auch. Wir befinden uns auf jeden Fall in dieser Gesellschaft. Weder George Bush Jr. noch Obama haben in Abrede gestellt, Kokain genommen zu haben in ihrer Jugendzeit. Und insofern habe ich es halt dann auch mal ausprobiert. Aber ich habe zu der Zeit, als es mir vorgeworfen wurde, das niemals genommen. Es wurde an den Haaren herbeigezogen und war eine reine Medienkampagne. Aber da haben Sie es genommen. Also was hätte Richter Gnadenlos dazu gesagt? Der ehemalige Hamburger Senator, der ehemalige Richter, wird erwischt beim Kokainkonsum. Ich bin kein Moralist, niemals ein Moralist gewesen. Ich sage immer, alles wird schlechter, nur eins wird besser, die Moral wird schlechter. Ich habe versucht, Menschen vor Kriminalität zu schützen. Also Kokain ist etwas, was Kriminalität erzeugt. Durch Beschaffungskriminalität. Richtig, also. Ja, Beschaffungskriminalität. Nochmal die Frage, was hätte Richter Gnadenlos dazu gesagt? Ich bin der Überzeugung, dass es der größte Fehler initiiert durch die Amerikaner war, überhaupt den Handel mit Kokain so stark unter Strafe zu stellen. Denn dadurch sind die Preise gestiegen, teilweise um das 1000-fache. Gut. Und dadurch ist das zum Geschäft geworden. Und dadurch sind Kokainbarone in aller Welt reich geworden. Und dadurch ist die Beschaffungskriminalität entstanden. Das ist auch mal eine interessante Ansicht. Jetzt mal wirklich unter uns. Also jetzt sind Sie in Rio.
Ab und zu kommen Sie nach Deutschland. Sie waren bei Big Brother, Sie haben da Geld verdient. Sie waren gerade beim Pokern im Fernsehen, haben auch, glaube ich, 15.000 Euro verdient. Genau, ich habe den dritten Platz gemacht. Tolle Sache. Aber ist das das, was Sie wollten im Leben? Erfüllt das Ihren Anspruch an sich selbst? Finden Sie, ist das schon der Rest oder gibt es irgendeine Möglichkeit, dann doch noch mal zurückzukommen? Haben Sie noch mal was vor, einen Beruf zu ergreifen zum Beispiel? Ich habe in Deutschland nichts weiter vor. Ich genieße jetzt das Leben als Hedonist, wie ich mich mit meinem Buch ja selbst vorgestellt habe. Habe dieses Buch auch außer Big Brother noch veröffentlicht. Sie halten das jetzt nicht in die Kamera, oder? Und halte das jetzt in die Kamera, weil Sie ja sagen, Sie schneiden nicht. Das ist versprochen. Da liegt auch. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe mich gefragt, wie Sie so drauf sind. Sie sind ein interessanter Mensch, aber dass Sie mal Senator waren und Richter, das kriege ich mit Ihrer Persönlichkeit nicht zusammen. Das müssen Sie mir jetzt verzeihen. Aber das ist jedenfalls trotzdem die Frage. Glauben Sie, dass Sie in Deutschland nochmal eben etwas machen können oder haben Sie gar nicht den Wunsch danach? Das wird es so sein. Sie sind ja jetzt nicht so ein alter Mensch. Sie können ja jetzt nicht, weiß ich nicht, 50 Jahre in Rio bleiben und Hedonist sein oder doch? Doch, ich bin von Haus aus ja Hedonist. Ja. Und das mit dem Senatorendasein, mit der Politik, war quasi nur eine Episode in meinem Leben, die ich nicht missen möchte, weil es eine unheimliche Erlebnisdichte mit sich gebracht habe. Dass Sie Menschen irgendwie davon abhalten zu wählen, weil sie so ein Amt beschädigen, ist Ihnen der Gedanke mal gekommen? Und diese Verantwortung habe ich nicht empfunden, weil die Politik hier in Deutschland so mittelmäßig und schlecht ist, dass es durch mich mit Sicherheit nur hätte besser werden können. Jo. Kann ich sehr viel schlechter werden. Aber vielen Dank. Also ich meine, es ist interessant. Es ist wirklich ein Bild davon, wie man jede Lebenssituation zumindest so nimmt, dass sie einem selber gefällt. Können wir uns darauf einigen? Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Das ist schön. Frau Holthaus, wenn Sie eine Quintessenz ziehen aus dem, was Ihnen passiert ist. Sie haben das gerade so versucht zu formulieren schon mal, dass man eben auch, wenn man am tiefsten ist, sich nicht aufgibt. Würden Sie sagen, Absturz oder eben ein Loch kann auch eine Chance sein? Unbedingt. Ich habe jetzt neulich in einem Interview erst gesagt von einem Philosophiemagazin, dass ich sogar davon überzeugt bin, dass ich einen Großteil meiner Kompetenz aus meinem heutigen therapeutischen Berufsfeld daraus ziehe, dass ich diese Felder durchschritten habe, diese Täler. Wäre Herr Schill ein Kandidat sozusagen für so einen Weg? Was glauben Sie? Nein, er hat kein Geld. Er würde bei mir nicht auf die Couch kommen. Und, Herr Ködel, was machen Sie? Haben Sie einen Plan für Ihren Leben jetzt, wo Sie aus dem Wald wieder da sind? Einen größeren Plan nicht. Ich lasse das Ganze zuerst mal auf mich zukommen, versuche mich zurechtzufinden, eventuell wieder Arbeit zu finden. Haben Sie Lust darauf, wieder Arbeit zu finden dann? Notgedrungen, ja. In das alte Leben zurückzukehren, das geht alte das? Leben gehe ich das nicht geht mehr nicht zurück. Mehr, ne? Da habe ich dann zu viele schlechte Erfahrungen gemacht und zu schlechte Erinnerungen daran. Aber zurück in den Wald wird es Sie auch zurück nicht mehr in den Wald auch nicht mehr. Das Kapitel ist auch abgeschlossen. Ja. War es eine Erfahrung, die Sie nicht missen möchten oder eine Erfahrung, auf die Sie lieber verzichten möchten, wenn Sie das versuchen zusammenzufassen? Ich würde lieber darauf verzichten. Wie ist es mit Ihnen, Herr Immel? Wie geht es weiter? Erstmal lasse ich mich jetzt operieren. Das habe ich zwar schon seit Jahren erzählt, ich werde es jetzt wirklich machen. Ich habe ein unglaubliches Talent, mit Kindern oder Jugendlichen zu arbeiten im Fußball. Und ich bin durch verschiedene Umstände in ein Geschäft reingeraten. Da kann ich jetzt nicht drüber sprechen, aber das würde mich in eine Position bringen, die besser war als jemals zuvor. Mhm. Vielleicht sehen wir uns dann noch mal wieder. Würde mich sehr freuen. Tatsächlich, positive Nachrichten sind immer gefragt an dieser Stelle. Herr D'Angelo braucht keine positiven Nachrichten. Sie haben jetzt die CD, das heißt, Sie gehen jetzt auf Tour, Sie machen das, was man eben so tut, singen. Darf ich Sie noch mal in die Kamera? Danke, Herr Schill. Ja, nein, ich bin gut aufgestellt. Ich bin Gott sei Dank fit. Gesundheit ist da. Ich wünsche mir selber einfach viel Glück diesmal, dass es funktioniert. Denn Musik bedeutet mir sehr viel. Und es ist irgendwie der Sinn meines Lebens, Musik zu machen und hoffentlich auch irgendwann mal wirklich schön, bodenständig, glücklich und ruhig zu leben. Ich wünsche Ihnen dafür das Beste. Das wünsche ich Ihnen auch Herrn Schill, obwohl ich ein bisschen hadere mit der Geschichte. Ich gebe es so, wünsche trotzdem danke, dass Sie gekommen sind. Wünsche mit welcher Ihnen Geschichte hadern Sie? Mit Ihrer, aber das ist ein anderes Kapitel. Das können wir danke, nachher besprechen. Ganz danke für den Besuch jedenfalls und viel Glück und viel Erfolg in Ihrem Leben. Herzlichen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Nächsten Dienstag sind wir wieder hier an der Stelle. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend hier im Ersten.